1985. You're My Heart, You're My Soul. Ein Lied spaltet Deutschland. Die einen lieben Modern Talking, die anderen hassen sie. So wurden der brünette Thomas und der blonde Dieter über Nacht zu den Königen des schlichten Disco-Spaßes. 4 Jahre lang räumten die beiden alles ab. Dann sich selbst aus dem Weg. Dieter und Thomas hatten sich nicht mehr lieb. Thomas hat damals gedacht, wir haben Erfolg, weil er so gut singt. Von ihm stammt ja eben auch diese Äußerung, er könnte eben auf eine Platte kotzen und die Leute kaufen es trotzdem. Aber dem ist eben nicht so heutzutage. Und guck mal, für mich war es so, ich war der Mann im Hintergrund bei Modern Talking, stand da und die Leute haben immer gefragt, was willst du mit dem Blonder, der da auf dieser Gitarre rumprügelt? Und ich kam mir manchmal auch ein bisschen dämlich vor, weil ich hatte diesen ganzen Erfolg ja gemacht. Das Duo verdiente Millionen. Trotzdem sagte Dieter Bohlen 1991, gerade wollte man mich mit sehr viel Geld zu einem Modern Talking Comeback überreden. Das wird es nie geben. Auch Thomas Anders hatte vom Singen endgültig die Nase voll. Denn eine Musikzeitschrift hatte ihn sogar Höhensonne gegerbte Sangesschwuchtel genannt. Dagegen klagte Thomas und verlor. Anders war irgendwie anders. Die Frisur, der Teint, aber vor allem die peinliche Goldkette mit dem Namen seiner damaligen Frau Nora. Thomas war der Kasper der Musikbranche. Ich war wirklich so weit und sagte, ich möchte mit der Showbranche nichts mehr zu tun haben. Ich habe keine Lust mehr darauf. Was habe ich eigentlich so großartig falsch gemacht? Ich habe gesungen. Die Leute haben die Platten toll gefunden, haben sie gekauft. Sie haben mich eigentlich jetzt gewisse Zielgruppen mit ihrer Liebe in Anführungszeichen fast erdrückt. Und plötzlich finden sie mich alle beschissen. Dieter Bohlen kann vergeben und vergessen. 10 Jahre lang hat er nicht mit Thomas geredet. Wie kommt es, dass er nun auf einmal wieder gemeinsame Sache mit dem dunklen Typen machen will? Musikmoderator Peter Illmann kennt die beiden aus ihrer Erfolgszeit. Die wiederentdeckte Freundschaft ist für ihn nur kalkuliertes Business. Wenn ich dadurch eine Weltkarriere starten könnte, eine internationale, dann würde ich es vielleicht auch noch ein halbes Jahr mit Dieter Bohlen aushalten. Vielleicht plant Thomas Anders das. Vielleicht ist es aber auch so, dass das einfach eine Werbegag-Geschichte ist. Ich weiß es nicht, dass Thomas Anders Karriere machen möchte. Man hat an Frau Feldbusch gesehen, was Herr Bohlen anpackt. Das klappt, das weiß man ja. Vielleicht will er sich auch eins auf die Nase geben lassen und dann in die Presse kommen und dann für seine Nora Piep übernehmen lassen. Das kann alles sein, ich weiß es nicht. Also mir kommt das alles sehr suspekt vor. Gerade stehen Thomas und Dieter gemeinsam im Studio und arbeiten an ihrem neuen Album. Ende März soll es erscheinen. Dann wollen die beiden Sangesfreunde auf Welttournee gehen. Alte Hits und neue Lieder sollen die Kassen erneut füllen. Und Bohlen sagt, ab jetzt wird alles anders mit Anders.